Put down that magazine. You read it so obsessively, you can't see clear anymore. Ja, der erste Impulsgeber. Und Ovidiu Bretin ist der Initiator des Impulsetag X-Kongress und Impulsgeber für Gesundheit, Geld und Glück. Er begleitet die Menschen, die einen Fokus genau auf diese Elemente setzen und Wege in der individuellen Umsetzung suchen. Dein Lebensmotto ist auch ein Lieblingsmotto von mir. Wenn mein Warum stark genug ist, so kommt mein Wie von ganz allein. Und sein Thema heute heißt, oder ist die Frage, ist Optimismus wirklich anstrengend? Ja, jetzt sind wir ganz gespannt auf den Impuls von Ovidiu und die Bühne, das Mikrofon gehört dir. Ja, vielen Dank, Martina. Also ja, ich bin Ovidiu Bretin, fit, gesund, mobil. Und ich kann euch schon am Anfang verraten, Optimist zu sein, ist überhaupt nicht anstrengend. Also ich übe es ja aus. Wisst ihr, die Zeit vergeht mit Optimismus oder mit Pessimismus. Aber sie vergeht mit Aktivität, aber auch mit Nichtstun. Die Frage ist, wofür entscheiden Sie sich alle? Wisst ihr, wir sind nun schon bei Ende von 2021. Wie verlief dieses Jahr für Sie bis jetzt? Sind Sie zufrieden? Sind Sie glücklich? Die Frage ist immer, aus meiner Perspektive, frage ich jeden, gestalten Sie Ihr Leben alleine oder tun das andere für Sie? Das heißt, in diesem Fall auf dem Foto sind Sie die Frau oder der Mitarbeiter, der Angestellte. Denn ich beobachte in dieser Zeit die Menschen. Das ist für mich sehr interessant. Denn die meisten beschäftigen sich, aber ich erfahre es noch nicht, womit. Viele sind nicht auf ihre persönliche Entwicklung, auf Zufriedenheit und Glück aus. Sie beschäftigen sich nur mit Umständen, die sie sowieso nicht beeinflussen können. Und gleichzeitig, die ihnen kein gutes Gefühl geben. Nun ist mir klar, dass jeder von uns das lesen und hören kann, was er will. Ich weiß nur nicht, warum sich so viele Menschen um alles kümmern, nur nicht um ihren eigenen Frieden, um ihren inneren Frieden. Sie werden erleben, was sie denken und fühlen, und sie werden es erleben, so oder so, weil die Zeit einfach vergeht. Die Qualität ihres Lebens bestimmen sie selbst. Und ich wünsche mir, dass sie sich mit dem beschäftigen, was ihnen Frieden, Freude und Freude und Freiheit bringt. Jetzt hätte ich eine Frage an Sie. Was sind Sie? Was ist der Unterschied jetzt zwischen einem Pessimisten und einem Optimisten? Was würde zum Beispiel im Geschäftsleben jemand machen in diesem Fall, wenn er zu entscheiden hat? Erfolg, Misserfolg, Zweifel, Erfolg. Wo stehe ich denn da? Ich werde Ihnen mal dafür eine süße Antwort geben. Wenn Sie einen Optimisten und einen Pessimisten treffen, geben Sie denen mal zum Beispiel 30 Pralinen. Eine Praline pro Tag. Der Optimist wird immer zuallererst die für ihn beste Praline wählen, um seinen Tag zu genießen. Und der Pessimist wird mit dem für ihn nicht so interessanten Pralinen starten, da er sowieso davon ausgeht, dass es nicht besser werden kann. Ja, und wie sieht es aus zum Beispiel mit Ihrem Selbstwertgefühl? Wir machen immer wieder mal schlechte Erfahrungen. Einige sind der Auffassung, dass sie nur
sie davon betroffen sind, in den meisten Fällen, machen sie entweder wenige Erfahrungen oder sehen nur die schlechten Erfahrungen. Die machen sie sich bewusst. Andere wiederum machen sehr viele Erfahrungen. Und sie machen sich die guten Erfahrungen immer wieder bewusst. Wie sie ihr Optimismus trainieren können, erzähle ich Ihnen gleich am Ende. Wissen Sie, Sie sind heute, was Sie gestern gedacht haben. Und daran wird sich nichts ändern. Das Gleiche formuliert, auf die Zukunft gerichtet, hört sich ein bisschen schön an, fand ich. Denn Sie werden morgen sein, was Sie ab heute denken werden. Sind Sie sicher, dass Sie Chinesisch nie lernen können? Toll. Beweisen Sie es sich immer wieder, indem Sie sicher sind, dass Sie es nicht tun können. Und dann wird das auch so sein. Glauben Sie an Grenzen und sie gehören Ihnen? Wissen Sie, wo dieser Satz herstammt? Aus der Möwe Jonathan. Wie wäre es für Sie, wenn Sie Ihr Selbstwertgefühl ausbauen können? Wenn Sie Ihr Selbstwertgefühl gar stärken? Was halten Sie davon? Ich hatte Ihnen versprochen, einen wichtigen Tipp zu geben, jetzt am Ende. Um vom Pessimisten zu Optimisten zu werden. Bevor ich Ihnen meinen Tipp gebe und sich anhören, möchte ich Sie um eins bitten. Notieren Sie sich diesen Tipp und vor allen Dingen nicht nur schreiben. Setzen Sie diesen Tipp auch um. Mindestens einen Monat lang. Sie werden sich über den Erfolg nach der Umsetzung selbst wundern. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Was müssen Sie dafür tun? Kaufen Sie sich ein schönes Notizbuch. Kann auch sowas sein. Es ist im Grunde Ihr magisches Buch. Nehmen Sie dieses magische Buch jeden Abend zur Hand. Nur für 5 Minuten. Und schreiben Sie sich jeden Abend auf eine Seite oben, immer auf eine neue Seite, das Datum, die Uhrzeit und mindestens am ersten Tag 5 Dinge, die Sie an diesem Tag gut erledigt haben, wo Sie wissen, oh, das war toll, das hat geklappt. Am zweiten Tag schreiben Sie 6. Am dritten Tag 7. Und so bis 10. Es ist wichtig, weil Sie wahrscheinlich an jeden einen Tag nicht mehr wissen, muss ich jetzt 5, 6, 7 schreiben. Und Sie werden so zurückblättern. Und Sie sehen ja wieder die tollen Ereignisse, die Sie gestern, vorgestern und so weiter auch erledigt haben. Wichtig ist aber, dass Sie die Folge anhalten und noch wichtiger ist, dass Sie es anfangen, dass Sie es tun. Das ist wirklich nicht schwer. Und dieser Rückblick, das ist wunderbar. Also wenn Sie nachher so eine Woche und zwei sich angucken, wie toll das war, da werden Sie merken, wie viel Sie eigentlich positiv erreichen und dass eigentlich Sie gar nicht zu denjenigen gehören, die sagen, wieso muss mir das immer passieren? Das ist das Falscheste, was es gibt. Nehmen Sie es zur Hand und tun Sie es. Denn jetzt bleibt nur der letzte Satz, den ich immer wieder in meinen Vorträgen oder in meinen Impulsen geben, in meinen Impulsen hier mit Ihnen teile. Weil ich möchte, dass Sie diesen Satz genauso wortwörtlich sich aufschreiben und genauso wortwörtlich vorlesen, weil es sich für Sie, wenn mein Warum stark genug ist, so kommt mein Wie von allein.
ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend mit den einen oder anderen Impulsgeber. Vielen Dank, Ovidio Bretan, fit, gesund, mobil.